Hey Leute und damit herzlich willkommen zu Paper Mario. Es geht wieder weiter und wir sind immer noch im Nebenquest-Fieber. Heute würde ich vielleicht erstmal nach Buhausen laufen in die Geistervilla. Und wir sind hier richtig, oder? Ja, klar. Wir latschen erstmal Richtung Geisterwald. Ich will auch mit Absicht hier nochmal komplett langlaufen wegen Geistersplittern. Wegen Sternsplittern. Laber ich. So, warte mal, wie war denn das? Wir müssen erkennen, was ist der Unterschied, ne? So, jetzt muss ich noch einmal einen Unterschied finden. Ich glaube, das ist jetzt einfach das Schild, ne? Ja, nochmal ein bisschen Kohle. Jawohl, jetzt haben wir's. Ja, ich hätte auch direkt einfach den Weg nehmen können. Sorry, Leute, aber ich habe irgendwie gedacht, auf dem Weg gibt es vielleicht auch noch einen Stern. Blitter irgendwo unter einer Platte zu finden. Aber ich habe mich stark geirrt. Ich werde wahrscheinlich den Weg ein bisschen schneiden. So, okay. In der Geistervilla selber gab es auf jeden Fall einen Sternsplitter. Zack. Und da hattet ihr mich schon aufmerksam gemacht, dass hier auf jeden Fall der Sternsplitter ist. Und ich das leicht verkackt hatte. So. Hier ist nichts los. Was war hier drin? Da ging es in den Keller einfach, oder? Okay, in die Bibliothek. Aber auch hier ist nichts. Okay, hier haben wir irgendwo einen. Jawohl. Da läuft der Hase. Okay, da bin ich wieder. Sorry, kurze Unterbrechung. Ja, schön. Wir haben jetzt schon zwei Sternsplitter bekommen. Haben wir hier noch was? Ah ne, hier kam man gerade her. Stimmt. Und wir müssen ja hier auch einen Brief abgeben. Was ist denn das für einer? Ein Brief an Igor in Buhus Laden. Ah, okay, der ist ganz unten. Da sind wir sogar auch auf dem richtigen Weg. Das ist gut. So, hier ist kein Sternsplitter. Mittlerweile, wie viele Sternsplitter haben wir mittlerweile, ey? Wir haben noch ordentlich was gesammelt, oder? Boah, gleich 50. Geil. Richtig gut, Leute. So, du bist es wahrscheinlich nicht, oder? Ne. Und ich glaube, hier in dem Raum hatten wir auch schon einen Sternsplitter mal gefunden. So, dann müsstest du das ja sein. Theoretisch, oder? Sind doch Igor, ich habe hier einen Brief für Sie. Oh, hoffentlich gibt ihr mir kleine Sternsplitter. Bitte, bitte. Komm schon, ein Brief? Oh, eine Bestellung. Komisch, diese Bestellung kommt aus der windigen Schlucht. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Können diese Leute nicht einfach hierher kommen? Na gut, mein Motto lautet von Buhu mit einem Lächeln. Nimm das bitte für deine Mühen an. Ach, geil. Gott sei Dank. Okay, hier gibt's dann weiter erstmal nichts. Habe ich was zu verkaufen gerade? Ich glaube nicht, ne? Verkaufen. Ja, wir haben noch einen Wacker-Kick, aber den würde ich gerne behalten für Notfall, weil ich habe Wacker getötet, ne? Ich habe es, glaube ich, schon erzählt. Scheinbar ist das begrenzt, wie oft man den schlagen darf. Und ich habe den gehauen und dann kam irgendeine komische Textbox, die anders, glaube ich, war und dann ist er gestorben. Dann kam er auch nicht mehr. Also entweder spawnt er dann nach einer Weile wieder oder er ist halt wirklich tot. Dann tut es mir sehr leid für Wacker. Das wollte ich nicht. Okay. Hier wären wir dann durch. Wir gehen nochmal in die anderen Räume schnell rein. Um zu kicken, ob wir da vielleicht auch noch irgendwo einen Sternsplitter herbekommen. Hier leider nicht. Ich meine, es gibt ja noch ganz oben die Etage. Oder wie war denn das? Wie sind wir da hingekommen? Durch das Bild, glaube ich, ne? Ah, hier ist auch was. Im Teppich wieder, alles klar. Ja, okay, ich merke schon mittlerweile, meistens sind die Sternsplitter wirklich in der Mitte des Raumes. Wenn euch irgendwo was auffällt, dass ich was verpasse, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich das nachträglich noch holen. Menno. Aber ich werde auch nicht jedem Ding jetzt hinterherrennen. Weil wenn es am Ende dann heißt, oh, du
Du hast wahrscheinlich irgendwo was übersehen, werde ich dem nicht nachjagen. Ich werde das Spiel ordentlich durchspielen, aber ich werde dann nicht unbedingt nochmal die ganze Welt umreißen wegen einem Sternsplitter oder so. Lady Boo, bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Ruhig jetzt, Butler. Sei jetzt still und kümmere dich um die Villa, solange ich fort bin. Okay, das geht auch nicht. Schade. Dann rüste ich mal kurz Watt aus. Okay, dann haben wir ja die Briefe auch bald abgeschlossen, hoffe ich. Wir haben jetzt noch einen Brief für den Ladenbesitzer in der staubtrockenen Wüste. Also im Lager, im Laden. Im Vorposten, genau. Und danach müssten wir eigentlich durch sein, was das angeht. Eigentlich müsste ich mal ein paar Gegner klatschen. Damit ich ein paar Items bekomme. Oh, hier ist irgendwo einer. Wahrscheinlich eher auf der Freifläche hier. Ja. Ja, damit. Haben wir jetzt schon 52? Sau geil, ey. Wir sind so am Abfarmen gerade. Hey. Bam, Alter. Reingeballert. Und da gibt es einen Trockenpilz. Naja, der ist nicht so viel wert, leider. Bam, 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 bam. Lieber eine schöne Münze. Ich brauche Münzen. Dim, dim, dim. Hi. Weißt du was? Ich bräuchte ein neues Geheimnis, das ich bewahren kann. Mit einem Unterschied. Diesmal möchte ich ein schönes Geheimnis bewahren. Ein Geschenk oder etwas in der Art. Wäre das nicht wunderbar? Ein Geschenk bewachen. So lautet mein neuer Wunsch. Ein Geschenk. Ist das eine Quest? Ist das eine Quest? Muss man ihm irgendwie... Ich gehe hier nochmal schnell rein. Maybe gibt's ja hier was. Ba, 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 ba. So gut, dass wir mittlerweile so stark sind, ey. Wahrscheinlich gibt's nichts, oder? Wunschdenken, dass es hier was gibt. Aber ich scroll nochmal schnell durch. Ja, aktuell fehlen mir wieder so ein bisschen die Parts. Hier gibt's nichts, schade. Deswegen, jetzt ist erstmal wieder vorbei mit Schneiden und ich werde, ja, das am Anfang werde ich wahrscheinlich wegschneiden, weil ich bin schon wieder 5 Minuten sinnlos durch den Wald geirrt. Das werde ich noch wegcutten. Aber jetzt dieses Hin- und Hergeschneide wegen den Sternsplittern, wir sind eh fast durch und das werde ich jetzt erstmal nicht mehr schneiden, aktuell, weil ich habe halt echt Aufnahme miese gemacht. Ich hatte die letzten Tage über eine Stunde jeweils aufgenommen und musste das halt alles zu einem Part runtercutten. Und ja, dann machst du halt jedes Mal 2 Parts miese. Und jetzt bin ich erstmal wieder so ein bisschen im Rückstand, deswegen ich muss erstmal knallhart wieder durchziehen, damit ich euch jeden Tag einen schönen Part liefern kann. So, zack. Noch ein Trockenpilz. Mann, hier gibt es aber schlechte Items. Aber wenigstens ein bisschen Geld. Die Frage ist, in einem Schloss, haben wir in dem Schloss irgendwas verpasst? Möglich. Aber nicht unbedingt, ne? Das ist eigentlich das Nervigste daran, wenn ich ehrlich bin. Die Dungeons nochmal abzuklappern. Obwohl wir das echt schon genau gemacht haben. Aber ihr hattet recht, ne? Ich hätte halt von Anfang an einfach mit dem Sternsplitter besser, Orden hätte ich reinmachen müssen. Von Anfang an. Ihr habt ja vollkommen recht. Ich habe das halt viel zu spät gemacht. So, hier ist schon mal nix. Ich weiß auch nicht, ob das in den Dungeons halt so ist, dass da irgendwo Sternsplitter rumhängen. Weil bisher habe ich da wenig Erfolg gehabt, was Sternsplitter anging. In den einzelnen Dungeons. Um ehrlich zu sein, halt fast so gut wie gar nicht. Vielleicht werde ich da noch ein bisschen schneiden. Wenn jetzt hier nichts los ist. Dann muss ich mich halt die nächsten Tage ein bisschen mehr reinhängen. Naja. Okay. Sind auch keine Gegner mehr, ne? Sind die alle weg?
Wie lustig das aussieht, wenn Mario die Treppe runterrennt und ich gleichzeitig den Wirbelattacke-Smash-Ding drücke. Okay, ist. Nee, okay. Hier hätte ich jemanden aufwerten können. Das war damals für Bu, glaube ich. Hier ist auch nichts los. Ich glaube, in den Schlössern gibt es halt wirklich nichts, oder? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, hier kann ich wirklich getrost wieder abhauen. Falls es hier noch Sternsplitter in Form von Bodenplatten geben sollte im Schloss, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann komme ich nochmal her. Aber ich glaube, das gibt's hier nicht. Weil dann spare ich mir jetzt auch das Schneiden und nochmal das sinnlose Ablaufen von all den Räumen. Und ihr sagt mir das einfach, ob es hier in Form von Bodenplatten Sternsplitter gibt oder ob ich hier im Schloss komplett durch bin. Das wäre echt toll. Weil dann beende ich hier die Suche erstmal. Und wir gehen zurück. Und zwar nach, ja, in die staubtrockene Wüste. Und nach Cooperheim müssen wir halt auch nochmal dem alten Sack sein Schläfchen oder Schäfchen bringen. Schäfchen ist es, glaube ich. Ich bin echt froh, dass wir das so machen können, ey. Alles andere wäre viel zu anstrengend. Wenn ich die jetzt nochmal alle boxen müsste, wäre echt super anstrengend. So ist halt wunderbar easy. Oh nein. Da bin ich ganz blöd gejumpt. Okay, einmal den Sternsturm bitte. Let's go. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Also ich habe ja auch nochmal den Zauber erneuert. Ich hoffe, der triggert jetzt nicht. Den brauche ich nämlich erstmal nicht, erst wenn ich wieder gegen richtige Gegner kämpfe. Gegen Gegner, die Erfahrungspunkte geben. Okay. Wäre ganz cool gewesen, wenn hier nochmal zwischendurch irgendwo eine Röhre gewesen wäre, aber ich glaube, da haben wir Pech. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Ziel ist staubtrockener Vorposten. Ich hoffe halt, diese elende Tauschquest mit den Briefen endet jetzt endlich mal. Das haben wir uns verdient. So, jetzt kommen wir, glaube ich, woanders raus, ne? Die Röhre hat woanders hingeführt. Wo muss ich jetzt lang? Hier lang? Ja, ich glaube, hier die Röhre hoch, ne? Genau, jetzt sind wir wieder hier. Und dann kann ich hier rein. Und dann müssen wir, glaube ich, in diese Röhre hier. Und das geht zum staubtrockenen Vorposten. Wir müssen zum Ladenbesitzer einmal kurz. Und wir können auch mal hier ganz kurz rein, denn wir brauchen auch diesen komischen Quizmaster immer mal noch. Der hier leider nicht ist. So, warte, ich gehe mal kurz pennen, weil Sternenergie aufladen, ne? Also dieser Block, der macht ja die Sternenergie nicht mehr hoch, der macht nur KP und BP. Und wenn ich aber schlafen gehe, dann ist auch meine Sternenergie wieder aufgeladen. Habe ich mittlerweile so mitbekommen. Hat bestimmt auch schon mal jemand gesagt, aber naja. So, zack. Let's go. Und dann muss ich einmal den Paracarry ausrüsten. Und ich verkaufe mal ganz kurz die zwei hässlichen Pilze, die ich da habe. Oder drei sogar schon mittlerweile. Bringt zwar nur ein Rubin. Die kann ich bestimmt auch kochen oder so, ne? Gibt's bestimmt auch was. Und dann ist wahrscheinlich im Endeffekt mehr wert, aber ganz ehrlich, das ist ja Aufwand. So, wir sind doch der Besitzer des Ladens, stimmt's? Ich habe hier einen Brief, Junge. Und aktuell der letzte. Ich hoffe, es reicht jetzt, damit wir endlich mal diese Quest abschließen können. Die dauert schon ewig. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Oh, denke, eine Bestellung einer meiner Stammkunden. Wie schön. Sie ist eine meiner besten Kundinnen. Ständig bestellt sie irgendwelche Waren.
Wenn es um Gesundheit und Schönheit geht, gibt es nichts, was Wüsten, Zitronen und Limetten übertreffen kann. Man findet sie in der Oase und wenn man daraus einen Saft zubereitet, oh, fast hätte ich es vergessen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Bitte bring diesen Brief einem Buhu namens, ich war gerade da, Frankie. Er lebt in einer Villa am Rande des Nimmernimmerwaldes. Ja. Es mag vielleicht etwas schwierig sein, ihn zu finden. Danke. Mann! Da waren wir doch gerade. I hate it. Okay, weg da. Und dann können wir ja quasi wieder hier runterjumpen, ne? Alter, diese Quest, ne? Das ist richtig. Richtige Shit-Nebenquest. Wie lange geht denn das jetzt schon? Wir haben doch bestimmt schon 10 Leute oder so abgeklappert, oder? Wegen der Quest. Wegen diesem Brief. So, Frankie. Du bist doch Frankie, stimmt's? Er war schwer zu finden. Ich bin Paracarry, stelle Briefe zu. Zack. Du bist doch Frankie, oder? Und wieder wurde ein Brief zugestellt. Oh, vielen Dank. Wie schön, endlich ist es da. Das ist von jemandem, der mit nützlichen Items aus aller Welt handelt, ich weiß. Er hat ein gutes Auge für Items. Endlich hat er etwas auf Lager, das ich schon lange haben will. Oh, es ist so cool. Fast hätte ich vergessen. Würdest du das für mich zustellen? Mann. Tut mir leid, dich damit zu belästigen. Bitte bring diesen Brief an ein Kind in Top Town. Sein Name ist Dainty. Meistens spielt er mit seinen Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Okay. Ich gehe hier kaputt. Ich gehe hier kaputt. Wie ewig soll das noch gehen? Bam, bam. Also ich bin mittlerweile froh, dass wir diese Röhren alle haben, ne? Sonst würde das ja Ewigkeiten dauern. Warte, nicht hier, sondern hier. Bap, 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 bap. Ja, Top Town. Und das Schäfchen darf ich auch nicht vergessen, ne? Den alten Sack, da müssen wir auch noch begnügen mit unserem Schäfchen. Okay, Züge. Das Ding hier, dieses Schweinchenhaus, da müssen wir auch nochmal gucken, was damit ist. So, wahrscheinlich einer von euch, ne? Jo, wie kann etwas... Achso, nee, doch nicht. Oh doch. Du bist doch Dainty, oder? Stimmt's? Ich bin Paracarry, ich habe einen Brief. Bitte der Letzte. Bestimmt nicht, ne? Der Letzte ist bestimmt was Besonderes. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Vielen Dank. Wow, ich meine, wow, das ist eine Einladung in die Spukvilla. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine bekommen würde. Alle Kinder in der Stadt reden von dieser Einladung. Jeder hat sich gefragt, ob sie wirklich kommen würde. Aber jetzt, wo sie da ist, muss ich wohl gehen. Mini-T, bist du mutig genug, mit mir zu gehen? Weißt du, ich bin momentan sehr beschäftigt und... Oh ja, ich habe gerade eine tolle Idee. Fragen wir doch das Yoshi-Kind aus Yoshis Siedlung, ob es mitkommt. Du hast doch erstens letzte Woche eine von ihm... Was? Von ihm einen Brief erhalten, nicht wahr? Du weißt schon, der Brief von der Insel. Schreiben wir ihm doch einen Brief über das gruselige Abenteuer, das wir haben werden. Hey, Herr Postbote, bringen Sie diesen Brief an das rote Yoshi-Kind in Yoshis Siedlung. Ich gehe hier kaputt. Okay, jetzt gehe ich aber erstmal zu Paracarry. Zu Paracarry. Oh, was ist denn heute los? Ich bin noch ein bisschen müde, merkt ihr vielleicht. Nicht Paracarry, sondern wir gehen jetzt erstmal zum Koopa, zu dem alten Koopa in Koopaheim. In der Hoffnung, dass der uns nicht auch wieder irgendwo hinschickt. Denn ich habe halt die Hoffnung, ich glaube hier muss ich rein. Ich habe halt die Hoffnung, dass der uns irgendwie ermöglicht, dass wir im Casino zocken können. Da gibt es bestimmt auch noch was zu gewinnen. Ne, Kumpel? Guck mal. Oh, bei den Sternen, du bist ein regelrechter Held, Mario. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden, süße Träume, ich komme. Nimm dies als kleines Dankeschön. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freundchen, nimm das. Oh, cool. Oh, nimm das auch noch. Wusstest du, dass es in Top Town ein Casino gibt? Wenn ich mich recht erinnere, müsste es in der Nähe des Bahnhofs sein. Nur Mitglieder haben Zutritt, deshalb ist der Eingang gut versteckt. Aber du findest ihn sicher.
Das hier ist eine Silberkarte. Damit darfst du an einem Spiel im Casino teilnehmen. Als ich noch jung war, habe ich dort ein wahres Vermögen gemacht. Aber jetzt bin ich den Trubel leid. Deswegen soll die Silberkarte nun dir gehören. Viel Glück, scheffel ordentlich Kohle. Okay, du hast die Silberkarte erhalten. Von Mekko Palem. Nutze sie für einen Casino-Besuch. Okay. Geilo, da haben wir sie doch, die Mitgliedskarte fürs Casino. Und dann würde ich auch sagen, Leute, ja, würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir ins Casino und checken das mal aus und dann machen wir noch Yoshi's Island, oder? Vielleicht machen wir erstmal wieder ein bisschen Story. Vielleicht machen wir ein bisschen Hauptstory erstmal wieder. Weil wir sind echt gut vorangekommen. Und das mit den Briefen ist jetzt aktuell ja das Letzte. Ansonsten sind wir ja komplett durch. Aber gut, ich würde sagen, im nächsten Part erstmal Casino. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüss.